Willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Wir sind immer noch in der Umgebung von Legresta Shire. Und wir haben natürlich in der letzten Folge auch einen der Ältesten vom Orden getötet. Da liegt er noch. Aber das ist hier alles so ein Misstrauensgebiet. Wir müssen hier natürlich etwas aufpassen. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, das ein oder andere Attentat durchzuführen. Oh, verdammt, wer hat mich gesehen? Das war der Typ da hinten, wa? Naja, gut. Ich möchte euch mal noch was zeigen, was mir eben aufgefallen ist, bevor ich die Folge gestartet habe. Schaut euch das mal an. Wenn wir die Karte aus der Perspektive betrachten, dann sehen wir natürlich auch Rätsel, Nebenmissionen und Artefakte und all sowas, gekennzeichnet natürlich durch diese blauen Punkte. Und die Reichtümer werden ja durch diese gelben Punkte dargestellt. Aber wenn wir weiter ranzoomen, dann sehen wir auch, dass sich in der Umgebung hier noch überall ein paar Truhen befinden. Und den Reichtümer markiere ich mir jetzt mal und ich glaube, da kommen wir sogar durch diesen unterirdischen Zugang heran. Das wusste ich vorher gar nicht, dass das so ist. Also wenn euch wirklich Materialien fehlen sollten, zoomt bei der Karte ein wenig ran. Und das macht das Ganze natürlich auch einfacher. So, den Jungs heizen wir erstmal ein. Das dauert nicht lang. Ach nee, das dauert nicht lang. Jawohl. Hauptsache erstmal den Pekinier ausschalten. Was wir natürlich auch zu Anfang mit dem Attentat getan haben. Und jetzt halte ich natürlich Ausschau nach den anderen Sachen. Ich glaube, wir kommen an die Reichtümer heran, wenn wir uns durch diesen unterirdischen Zugang begeben. Sollte eigentlich so funktionieren. Sicher bin ich mir nicht. Ich probiere es auch nur aus. Was war denn das? Hat da jemand laut einen fahren lassen? Oder war das nur eine Kuh? Wahrscheinlich war es die Kuh. Wo ist der unterirdische Zugang? Da ist er. Auf geht's, runter. Wo kommen wir denn hier hin? Ich bin mal gespannt. Die unterirdischen Gewölbe dieser Stadt, schweres Wort. Wirklich sehr schweres Wort. Aha, hier gibt es irgendwie einen Artefakt. Oder nicht? Doch. Ja, ein römisches Artefakt. Die werden irgendwie immer von so einer Statue gehalten. Weiß nicht warum, aber bis jetzt war das immer so. Okay, das war's auch schon. Ja, das war das unterirdische Gebiet. Echt jetzt? Mehr war hier nicht? Hm, naja gut, egal. Auf zum Reichtümer. Ich muss wirklich versuchen, ab und an, oder eigentlich immer, nach diesen besonderen Reichtümern Ausschau zu halten. Entweder sind das halt besondere Waffen oder Waffen, die wir halt nicht kaufen können. Oder es könnten natürlich auch irgendwelche Set-Teile sein. Flieg, Freundin. Ah ja, okay. Hier ist das. Da hinten sind nochmal ein paar Materialien und da sind wie gesagt die Truhen. Wir sehen das natürlich auch alles mit dem Raben. Okay. Schauen wir uns das mal an. Aha, das liegt hier einfach so rum, oder wie? Leere Schachtel? Aber das war's doch noch nicht. Sieh mal nach, Sühnen.
Naja, gut, da ist unterirdisch irgendwie. So ein Räuberlager, aber... Wo ist denn der Zugang? Guckt euch das mal an. Ein Assassinenzeichen. Naja, gut. War das wirklich der Reichtümer? Anscheinend ist es so. Weil jetzt ist es ja weg. Na, mach mal Odins Sicht. Ja, also unterirdisch befindet sich da nichts, sonst wäre das auf der Karte. Oder sonst wäre mir das angezeigt. Aber, naja, gut, egal. Ja, man kann hier natürlich relativ viel aufdecken in den einzelnen Hütten. Hätte ich ja auch nicht gedacht. Aber wir werden es in dieser Let's Play-Serie natürlich nicht schaffen, jedes einzelne Gebäude auf der Karte abzuklappern. Das ist einfach nicht möglich. Aber wenn man natürlich Ressourcen haben möchte, ja, dann muss man das machen. Ah, okay. Da oben ist wieder so eine Seite für eine weitere Tätowierung. Das hole ich mir. Mal gucken, wo die hinfliegt. Oh, ich hab's mir gedacht. Komm schon. Wir müssen uns beeilen. Ich finde, wir sind langsamer als wir in anderen Teilen, wenn wir über solche Seile oder Dächer laufen. Da kommt mir das einfach nur so vor. Aber ich glaube, wir sind irgendwie langsamer. Jetzt ist es darüber geflogen. Da unten können wir nochmal mit jemandem sprechen, habe ich gerade gesehen. Oh, das war knapp. Ich wäre fast abgeschmiert. Jetzt ist es darüber geflogen. Oh, ich muss mich beeilen. Hält es noch an? Wartet es noch auf uns? Jawohl. Tattoo-Entwurf erhalten. Ich bin da aber gerade an einem NPC vorbeigelaufen. Irgendwer hat hier wahrscheinlich eine Quest. Mir fällt gerade auf, ich kann die Markierung ja aufheben. Ja genau, so mache ich das. Aber nichtsdestotrotz, da ist irgendwie ein Räuberlager. Aber ich weiß nicht, wo der Zugang ist. Keine Ahnung. Aber ein Reichtümer gab es da nicht. Wurde mir auf jeden Fall nicht angezeigt. Was können wir hier machen? Ach, das ist ein Stall. Okay. Ja gut, ist halt ein NPC für einen Stall. So, dann schauen wir uns das andere doch mal an. Oh, da hat jemand gepfiffen. Jemand hat da gute Laune? Ah, nicht, dass ich hier die Truhen verpeile. Da drüben ist jemand, der einen Schlüssel hat. Okay. Ich guck nochmal mit dem Raben. Was siehst du? Wo genau sind jetzt hier nochmal die Truhen? Eine wäre da hinten. Die sind eigentlich, so wie es den Anschein hat, so mehr außerhalb der Stadt, also am äußersten Ring halt. Da hinten sind auch nochmal zwei. Und hier drin sind sogar drei Stück. Sah auf jeden Fall so aus. Hier scheint es wieder eine Nebenquest zu geben. Ob ich den NPC finde? Ich weiß es nicht. Ah, unter mir sind auch Reichtümer oder Truhen vielmehr. Wie komme ich da runter? Gut gemacht, Jungs. Die Weiber hätten wir verscheucht. Die sehen wir nicht okay. So schnell wieder. Ja, dumme Luder. Hey, 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 Jungs. Ah, ist versperrt. Verdammt. Komme ich von oberhalb rein oder von der Seite? Von hier geht das schon mal nicht.
Vielleicht ist das nachher auch wieder ein Weg nach draußen. Und hier durch den Turm. Vielleicht gibt es hier oben einen Zugang. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube da irgendwie nicht dran. Ah, nee. Können wir nur Pfeile mitnehmen. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so doll. Oh mein Gott. Ja, gut, das war jetzt mein Fehler. Ich hätte gedacht, die macht einen Todessprung darunter oder... Na ja, ich hätte auch ins Wasser springen können. So, nochmal schauen. Irgendwo hier unten waren auf jeden Fall diese Truhen. Ich brauche 100 pro diesen Schlüssel, um dann da reinzukommen. Aber hier vorne ist irgendwo der NPC. Plündern, immer her damit. Wo ist er denn, der NPC? Da hinten? Manchmal sind diese Ortsangaben sehr variabel. Sehr komisch. Jetzt sind wir hier schon mal... Ah! Okay, wir sind in einem Kellergewölbe. Da ist der NPC, ich verstehe. Wie war das? Du hast mich gehört. Ich brauche Eier. Schlangeneier. Die kleinen Scheißer gehen einfach nicht weg. Das Land ist mein Land. Ich war zuerst hier. Also wie gesagt, bring mir Schlangeneier und ich sorge dafür, dass sie nie wiederkommen. Schlangen ärgern war nicht mein Plan für den heutigen Tag. Aber das lässt sich ja ändern. Eine Belohnung? Ja, ich verstehe, was du meinst. Bring mir die Eier, dann entlohne ich dich. Ah ja. Ja gut, dann bringen wir ihr die Schlangeneier. Aber wir haben eigentlich schon genug gefunden, glaube ich. Wenn nicht, sollten die hier auf jeden Fall reichen. Ich weiß ja nicht, wie viel sie haben will. Mal gucken, ob es jetzt schon ausreicht. Ja! Oh, mehr! Mehr Schlangeneier! Oh, das ist schon viel besser. Das wird langsam... Ja, ich spüre es! Mehr Eier! Mehr! Ich wusste, ich würde es bereuen. Da kamen meine Innereien fast mit raus. Ach, könnte ich nur sehen, was jetzt oben geschieht. Mein Lohn, bevor ich jämmerlich ersticke. Wie vereinbart. Und? Hast du nichts zu sagen zu diesem übermächtig abgelassenen Wind? Er war umwerfend. Ja, tolle Nummer. Okay. Sowas müssen wir also auch machen. Ein weiteres Weltereignis hätten wir noch nicht abgeschlossen. Sie hat auch gesagt, oben hat sich irgendwas getan. Wir haben jetzt auch den Kloakenschlüssel erhalten. Ist das vielleicht sogar das Schlüssellein, um in diese Tür da reinzukommen? Und wenn nicht, werden sich die Mönche da wahrscheinlich verzogen haben. Wir haben eine Trophäe erhalten, das tägliche Leben. Wahrscheinlich wegen diesen Weltereignissen. Guckt euch das an, den Jungs geht's gar nicht gut. Oh Gott, der Geruch! Ich muss... Mein Hals! Als hätte ich über Salz hineingestreut! Die und ihr Salz immer? Naja gut. Ist das jetzt der Schlüssel? Klemmt, ich muss auf die andere Seite. Okay. Was ist das? Ach so, ein Skelett. Auf die andere Seite. Ganz ehrlich, oh
Manchmal ist das... Oh, eine Schlange. Eine weitere Schlange. Oder zwei weitere Schlangen. So, nehmen wir nochmal Schlangeneier. Vielleicht treffen wir die junge Frau mal wieder. Das ist ja für sie natürlich eine Delikatesse. So, halten wir mal fest. Die Tür ist hier versperrt. Eivor hatte gesagt, auf die andere Seite. Wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe... Ja, dann kommen wir da nicht rein. Da es da keinen Zugang gibt. Jedenfalls sehe ich hier keinen. Da auch nicht. Vielleicht weiter unten. Ne. Oh, Fallschaden. Ja, da ist wie gesagt auch kein Zugang. Und wenn ich hier rumlaufe, ist da, glaube ich, auch kein Zugang. Das bedeutet, ich habe zwar diesen Schlüssel, nur komme ich mit diesem Schlüssel jedenfalls in das Gebäude nicht hinein. So, noch ein paar Schlangeneier suchen. Dann fast wieder ein Level-Up, wie ich gerade sehe. Schlangeneier. Hier sind natürlich jetzt auch so viele Schlangen wegen dieser Quest, ja. Falls ihr natürlich zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht so viele Schlangeneier gehabt hättet wie ich, dann hätte man das hier natürlich auch alles sammeln können. Ich sammle die einfach noch. So, und dann möchte ich ganz gerne noch in das große Gebäude hinein. Da unten sind die Kellergewölbe. Da möchte ich nicht mehr hin. Da waren wir ja schon. Außerdem stinkt es da. Bei manchen Sachen muss man echt suchen. Auch wie dieses Räuberversteck da hinten, wo ich den Zugang noch nicht gefunden hatte. Na, Kollege, wolltest du extra ausholen? Das kannst du knicken. So, schauen wir mal. Wie kommen wir jetzt hier hinein? Ah, schön, das haben sie auch noch so gelassen. Hier sollte ich vorsichtig sein. Naja, wir können hier ein bisschen aufräumen. Da unten ist der Schlüsselträger, ich verstehe. Ach verdammt, jetzt hat er mich gesehen. Gott verfluche dich! Okay, der ist durch den Fallschaden draufgegangen. Ja, was soll ich sagen? So schwer sind die Gegner nicht mehr. Aber ich sollte mich lieber nicht zu früh freuen. Türschlüssel, okay. Verdammt, die suchen mich. Ich werde zerschmettert. Da komm mal bitte runter auf den Meter und klär das mal mit mir live. Wo sind die denn alle? Ach, hier kommen die Jungs. Hallo. Was sie immer mit ihren von hinten rangehen haben? Das finde ich echt toll. Okay, einer ist da noch. Jedenfalls einer, den ich sehe. Nochmal schauen, wo sind die Truhen? Waren hier nicht mehrere Truhen? Hm, die sind wahrscheinlich hier oben. Na, dann gehen wir nochmal eine Etage höher. Was war das gerade? Hm. Eine optische Täuschung. Ach, da hinten ist noch wer? Ah, der ist draußen, wa? Ah, genau. Der ist draußen. Aber wofür haben wir jetzt diesen Schlüssel erhalten? Okay, meine Frage hat sich soeben beantwortet. Für diesen Raum. Na, wehe, gibt es hier nichts Gutes. Eine Truhe muss auf jeden Fall drin sein. Oder etwa nicht? Nö. Nicht mal eine Truhe.
gut, das können wir alles hier zerstören und plündern und ja, aber so toll ist das auch nicht. Ich komme ja nicht mehr hier hoch. Jetzt geht das. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Hier waren noch drei Sachen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ach, da kommen wir nicht mal hoch. Mhm. Okay. Wir können doch jetzt hier nicht nur eine Truhe gefunden haben. Und diesen einen Schlüssel, der uns eigentlich in den Raum gebracht hat, nur an irgendwelche Sachen, wo wir billige Dinge plündern können. Eine zweite Truhe muss doch hier sein. Irgendwas Wertvolles. Ah, guck sich das einer an. Da hat einer mega Joints gedreht. Sieht auf jeden Fall so aus. Meine Fresse, das war's hier wirklich? Da geht noch eine Leiter. Ah, toll. Hier wird's auch nichts Tolles geben, glaube ich nicht. Keine Truhe. Welche Sachen nur plündern. Ja gut, darauf kann ich auch getrost verzichten. Ich glaube, man sollte nicht unbedingt immer auf jegliche Truhen achten. Das ist dann meist auch ein wenig Zeitverschwendung. Jedenfalls, was so ein Let's Play hier betrifft. Aber mir kam das wirklich so vor, als wären hier... Ja, ja. Als wären hier mehrere Truhen drin gewesen. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Werden nicht angezeigt. Da unten sind noch zwei Dinge. Okay. Na. Runter da. Wie, sind da keine Vorräte? Oh, verdammt. Ja, ja, hallo. So, mal gucken. Irgendwo hier muss was sein. Vorhin wurden mir doch auch diese Sachen unterirdisch angezeigt, genau. Ach so, ich bin jetzt wieder hier, ich verstehe. Ja, ja, genau. Hier hörte jemand Stimmen und hat das aufgeschrieben. Wahrscheinlich meinte er die Frau unten im Gefängnis, wo wir schon waren. Ich wüsste jetzt echt nicht, wie wir hier reinkommen. Es muss ja hier einen Zugang geben. Und das wird uns wahrscheinlich auch unterirdisch runterführen. Okay, hier hat jemand den Zaun wieder aufgebaut und die Schlangen sind auch wieder da. Sehr kurios. Ich da rein. Los, Sönen. Ja, gut, der Adler kann jetzt auch nicht zaubern, Eivor. Ich hätte gedacht, dass man da runterkommt. Wäre auf jeden Fall plausibel, aber wir können das ja nicht sprengen. Und ein weiterer Brunnen ist hier auch nicht in der Nähe. Ja gut, vielleicht kommen wir da später ran. Oh, voll gegen den Ast gekracht. Das können wir auch nicht kaputt machen. Nee. Hatte ich ja schon ausprobiert. Es geht einfach nicht. So, dann gucken wir mal, was wir noch in der Nähe haben. Ja, wie gesagt, diese einzelnen kleinen Truhen. Was ist das? Warum sind hier solche Orte mit einem X markiert? Und ich bin auch direkt dort. Hm. Keine Ahnung, was das ist. Wir gehen erstmal nach da hinten. Ihr dürft ja nicht vergessen, wir wollten ja auch ein wenig die Hauptgeschichte wieder vorantreiben. Darf ich einfach nicht außer Acht lassen. Ist sehr toll, sich manchmal umzusehen.
Aber das ist hier halt in dem Teil etwas schwieriger gestaltet. Man kann damit schon relativ viel Zeit verschwenden, um halt an gewisse Sachen zu kommen. So, weiter geht's. Da hinten ist der Reichtümer, aber da hinten gibt es noch was anderes. Habe ich mir das jetzt richtig markiert? Ja, habe ich. Da ist auch irgendwie so eine Würfelbude in der Nähe. So, was haben wir hier? Ah ja. Sind die auch alle in dem Haus? Mal schauen. Oh ja. Alle Truhen in einem Haus. Auch gut. Okay, Kabeljau. Das sind Fische. Oh, das ist aber nicht das, was ich eigentlich suche. Da war ein Opal. Da war noch ein Opal. Und das war's dann. Ich hätte mir mehr erhofft. War's das jetzt wirklich? Ja. Hier hinten scheint es noch was zu geben. Das möchte ich nochmal abchecken. Ich brauche unbedingt Ressourcen. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt die Waffe schon weiter aufwerten? Probiere ich gleich mal aus. Wenn ich das hier alles eingesammelt habe. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, dass nicht jede Folge actionreich ist und wir nicht in jeder Folge Quests mit NPCs haben oder Orden der Ältesten oder dergleichen. Man kann sich einfach in dem Spiel zu viel umschauen. Und das möchte ich ganz gerne natürlich auch tun. Da unten ist irgendwie eine Eisentür. Kommen wir da ran. Auf jeden Fall können wir hier erstmal abbauen. Warum auch immer. Komme ich da von beiden Seiten aus ran? Hier komme ich schon mal nicht ran. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder für die andere Tür auf der anderen Seite jetzt einen Schlüssel brauche. Hast du den Schlüssel? Nee. Das Schäflein hat's nicht. Ein Tierherz. Okay. Ja. Okay. Ja, da komme ich von der anderen Seite aus ran. Wenn ich denn die Wand sprengen kann. Aber könnten wir das nicht schon? Haben wir nicht gar schon so eine Fähigkeit? Irgendwas mit Pulverfass? War da nicht irgendwie was? Ich gehe nochmal rum. Ich probiere mal was aus. Ich möchte sagen, wir haben so eine Fähigkeit schon. Gut, dahinter ist was. Und die Fähigkeit, die ich meinte... Wo haben wir die denn? Genau, das war's. Ah, verdammt, jetzt fehlt mir das Adrenalin. Ach, scheiße. Ja, wenn ich da hätte reingekonnt, dann wahrscheinlich nur mit dieser Fähigkeit. Kann ich leider nicht, da ich kein Adrenalin habe. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich hier Adrenalin aufladen könnte. Es sei denn, hier sind irgendwelche Pilze in der Nähe. Sind hier Pilze in der Nähe? Hallo, ihr Schafe. So, nochmal ein bisschen Tierfleisch hier mitnehmen oder Leder. Wenn hier Pilze in der Nähe sind, kann ich das Adrenalin aufladen. Dafür sind ja die Pilze unter anderem auch da. Also müssten hier auch Pilze sein. Mal gucken. Was siehst du, alte Freundin?
Mensch, du sag das doch nicht immer wieder. Tja, Pilze auf jeden Fall schon mal nicht. Meine Güte, können wir hier viel abbauen. Ja, keine Pilze da, tut mir leid. So, wir werden jetzt noch die Waffe aufwerten. Jawohl, das geht. Macht zugleich ein wenig mehr Schaden. Das ist der neue Bogen, oder? Ja, genau. Das ist der leichte Bogen. Ja, was soll ich davon aufwerten? Ach, das lassen wir erstmal. Oh, da vorne ist ein Soldat, oder was ist das? Jetzt! Für den Mordbus! Okay, Adrenalin ist voll. Vielleicht war ja der Soldat dafür auch da. Rachebotschaft, das war was ganz Neues. Ich versuche das jetzt mal, wie gesagt, mit der Fähigkeit noch. Vielleicht klappt das ja. Jawohl. Es geht. Sehr schön. Also habt ihr gesehen, so kommt ihr da durch. Natürlich nur, wenn ihr Adrenalin habt. Oder halt Pilze auch in der Nähe sind, um das Adrenalin aufzufüllen. So, mal schauen, was können wir hier noch machen? Die Truhen, ja, die lassen wir jetzt erstmal. Hier unten ist auch ein größerer Reichtümer, aber der wird so nicht angezeigt. Da muss ich ranzoomen. Wir begeben uns mal nach hier. Da hätten wir wahrscheinlich noch eine Quest oder hier auch. Das ist ein Artefakt, bin ich mir sicher. Check mal das erstmal ab. Über Stock und Stein mit dem Pferdchenlein. Das ist 100 pro ein Artefakt. So, das will ich noch haben. Wie bitte? Wir treffen das nicht. Wie immer war der Proviant voll. Okay, da hinten ist nur noch was zum Abbauen. Hier stimmt was etwas hier? Nicht. Das ist ein Fluch. Okay. Na, dann müssen wir ja das Fluch mal auflösen. Das ist bestimmt in der Hütte hier drin. Ho, 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 hier liegen Leichen. Wie sich die Musik auch gleich verändert, ja. Ich muss in die Hütte rein. Wie komme ich da rein? Übers Dach bestimmt. Ja, seht ihr das? Auch toll, ne? Okay, da ist es. Bei Odin. Endlich ist der Fluch gebrochen. Ja, aber ich weiß es so ehrlich immer noch nicht, wofür das eigentlich vonnöten ist. Was denn, jetzt komme ich hier nicht wieder hoch, oder wie? Oh. Und raus komme ich auch nicht mehr, oder wie? Ja, toll, dass wir was plündern können. Echt tolle Nummer. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo, ich will da raus.
Sag jetzt nicht, dass wir hier hätten nicht reingekonnt oder hätten rein müssen. Und wir das theoretisch auch von draußen hätten erledigen können oder von da oben. Und ich jetzt hier festhänge. Ey, dann ist was los. Das müssen die Leute doch mitbedacht haben, die das Spiel hier programmiert haben. Dass man hier unter anderem auch reingehen möchte. Aber ihr seht ja, ich... Na doch, ich kann raus. Okay. Aber hätte ich das von draußen auch erwischen können? Nee, nicht wirklich. Okay. Was hatte ich mir noch markiert? Ach ja, so ein Reichtümer. Und da hinten hätten wir noch eine Quest. Oh, das kann ich auch mit dem Pferd kaputt machen. Sehr schön. Dann brauche ich nicht immer absteigen. Na, mach's kaputt. Genau. Immer her mit dem Eisenerz. Meine Güte, hier können wir aber wirklich wieder viel abbauen. Das haben sie wahrscheinlich einfach so in die Gegend platziert. Weil man gewisse Truhen nicht immer gleich auf Anhieb findet. Oder rankommt vielmehr. Können wir da runter? Runter! Genau. Hm, wo war denn jetzt der Schatz? Ach, da drüben. Ah, da ist wieder ein Lager. Na, da war da noch was. Oder nicht? Klar, da liegt ja noch was. Warum kann man das nicht looten? Meine Güte, manchmal ist das... Ja, manchmal ist das blöd. Okay, wehe, ist hier nichts Vernünftiges. Dieser Ort wird gut bewacht. Das ist mir völlig Schnuppe. Wir machen die Jungs hier so fertig. Ja, oh. Hey, Moment. Hey, hallo. Oh, so schön, dass du hier die Truhe bewachst. Ich brauch das mal, was da drin ist. Ja, das habe ich die ganze Zeit gesucht. Schöne Vorräte. Obwohl, jetzt kotzt es mich auf eine Art wieder an, dass wir die ganzen Truhen in der Stadt da nicht so wirklich gefunden haben. Oder nicht so doll danach gesucht haben. Denn wenn da so viele Vorräte drin waren, hätte ich die ganz gerne gehabt. Aber das waren doch noch nicht die Reichtümer, oder? Waren das schon die Reichtümer? Hm, da ist noch was. Eine weitere Truhe. Ein Opal, wofür die auch immer sind. Ja, guter Herr, ich weiß, Sie haben mich gesehen und tschüss. Oder junge Dame. Hm, in dem Fall war es eine Frau. Gut, hier sind jetzt zwei Truhen nebeneinander. Okay. War's das? Scheint alles gewesen zu sein. Ich würde ganz gerne in dieser Folge auch noch einen Raubzug machen. Hier können wir das leider nicht machen. Wir checken erstmal hier vorne noch alles ab. Wie jetzt? Reittier nicht verfügbar? Ach, weil ich in einem Sperrgebiet war. Okay. Was ist denn jetzt dichter dran? Das da hinten? Ja, eigentlich das da hinten, wa? Hm. Ah, wir reiten erstmal zu meiner Markierung. Es geht ja mit dem Pferd relativ schnell, auch wenn es manchmal ein bisschen langweilig ist, dass man hier
einfach nur so in der Gegend umherreitet. Aber das war ja in den anderen Teilen nicht anders. Aber hier weiß man jetzt wirklich, wo was sein könnte. Auf eine Art ist es gut. Am Anfang war es für meine Verhältnisse relativ stupide. Aber das hat mich einfach nur mit dem Kämpfen angekotzt, mit diesen blöden Äxten. Und hier scheint eine Quest zu sein. Das klingt nach irgendwelchen Frauen. Hä, wie komme ich denn hier rein? Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Okay. Der Schlüssel ist dann hier vorne. Aber irgendjemand muss ja die Frauen da drin. Ich gehe mal davon aus, dass es Nonnen sein werden, glaube ich. Irgendwer muss die ja eingeschlossen haben. Wir brechen im Schutze der Nacht auf. Sag ich doch. Und ich gehe alleine ins Lager. Wir lassen dich nicht im Stich, Edgüt. Wisst ihr nicht, dass es verboten ist, in Gottes Haus so zu tuscheln? Nimm, was du willst, Heiden. Aber lass uns in Ruhe. Du musst die Äbtissin sein. Warum versteckt ihr euch in einer verfallenen Kirche? Wir verstecken uns nicht. Wir wollen diesem Schier in diesem unheiligen Krieg den Rücken kehren. Aber in der Eile habe ich meinen Stab verloren. Er ist den Wachen in einem Lager unweit von hier in die Hände gefallen. Ohne ihn werde ich nicht gehen. Ein gewagtes Unterfangen für drei christliche Schwestern. Was ist euer Plan? Wollt ihr sie mit Bibelzitaten langweilen, bis sie ihn freiwillig rausrücken? Ängstige dich nicht und verzage nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehen magst. Das könnte klappen. Aber besser wäre es, ich hole den Stab zurück. Du würdest uns helfen? Mercische Soldaten sind eine gute Leibesübung. Und eure Lage lässt mich nicht kalt. Zeigt mir den Weg. Ja, da haben wir es mal wieder gesehen, was ich schon letztens gesagt hatte. Die NPCs, egal in welcher Form, sind wirklich sehr eifrig, was die Gestik betrifft. Keine Ahnung, warum die junge Frau da so umhergewackelt hatte. Wie lange seid ihr schon auf der Flucht? Es müssen Wochen sein. Wir hatten keinen Plan, keine Hilfe. Wir wussten nur, dass wir aus Legrakester fliehen müssen. Ob nun Burgred auf dem Thron sitzt oder einer von euch, es wäre gleichwohl ein gottloser König. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Warum kommen die Nonnen denn jetzt eigentlich mit? Ich hätte doch das Item oder in dem Fall den Stab auch alleine holen können. Oder sind das gar irgendwelche Kämpferinnen? Ich darf hier nicht erwischt werden. Ja gut, das ist das Lager. Checken wir es ab. Ja, okay. Die sind jetzt hier in meiner Gang. Ich habe eine Gang aus Nonnen. Und die Jungs hier, die schnappe ich mir gleich mal. Der Stab der Äbtissin muss irgendwo in diesem Lager sein. Und wir werden ihn auch finden. Wo sind denn die Nonnen? Mädels. Euer Ernst? Oh mein Gott, die greifen die Soldaten an. Die können schlagen, ich weiß es nicht. No, den hätte ich mir nicht fangen müssen. Ja, der Gegner hatte mehr drauf. Oh. Alles klar. Die Waffe hätten wir dem weggenommen, weil das hatte ich nicht so. Die Waffe war nicht so meins. Okay, die Nonne ist hin. Nur warte mal. Ja, mach das mal. Oh, da will man den Mädels mal helfen, ja? Und dann hau das nicht hin. Den musste ich ja so fertig machen. Ich konnte ihn ja nicht treffen. Kann ich eigentlich mit dem Speer abblocken? Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Geht. Okay, ja, ich helfe euch, Mädels. Aber echt eine coole Nummer, dass sie uns geholfen haben. Aber so viel haben die dann natürlich dann doch nicht auf dem Kasten. Was haben wir hier? Der Stab. Ich habe ihn. Los! Nichts wie runter zum Fluss!
Na wartet ich mal, hier ist bestimmt noch eine Truhe. Wie euch gesehen, die mit bloßen Fäusten bewaffnete Männer angreifen. Durch ihn, der mich stark macht, vermag ich alles. Wir Christen nehmen so etwas problemlos selbst in die Hände. Ich verstehe. Habt ihr gesehen, dass Adrenalin war weg? Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber es war weg. Ich wollte einen Move machen, wurde ein, zweimal getroffen und dann war das Adrenalin auf einmal weg. Ja, Mädels, macht mal eure Haare da zurecht. Oder eure Kopfbedeckung in dem Fall. Aber mit denen würde ich ganz gerne weiter auf Raubzug gehen. Die haben mehr drauf wie meine Mannschaft. Kann ich die austauschen? Ich hätte gern die Nonnen. Die haben wirklich weitaus mehr drauf wie meine Jungs. Wölfe! Heute nicht, ihr Teufel! Heute nicht! Heute nicht! Achso. Ich kann Stampfer nicht bei dem Wolf machen. Ich jetzt die Nonnen kämpfen mit Fäusten gegen Wölfe? Jetzt habe ich alles gesehen. Ich auch. Eigentlich können wir das Spiel beenden, wir haben schon alles gesehen. Wie Nonnen mit Fäusten gegen große Wölfe kämpfen und gegen bewaffnete Männer. Da seht ihr mal, was der Glaube wieder anrichten kann. Wenn man denn dran glaubt. Das ist weit genug. Schwestern, versammelt euch. Beten wir zu unserem Herrn und danken ihm, dass er über uns gewacht hat. Hier, dein Stab. Der Herr sandte mir eine Hirtin, um mir zu helfen, meine Herde zu hüten. Danke. Das hättest du nicht tun müssen. Das stimmt wohl. Ihr wärt vermutlich auch ohne mich zurechtgekommen. Nach dem heutigen Tag sehe ich christliche Schwestern in einem völlig neuen Licht. Ich werde Heiden von nun an auch mit anderen Augen sehen. Leb wohl. Schwestern der Axt. Okay. Da auch noch nicht. Wir haben... Warum wurde das markiert? Ach so, das ist irgendwie was. Keine Ahnung. Ein Lager oder so. Das war das Lager, wo wir diesen Stab her hatten, aber ja. Ich kann mir da immer noch keinen Reim draus bilden. Ihr seht ja, hier sind dann auch solche Markierungen. Und da sind natürlich auch noch die Truhen, die haben wir natürlich verpasst. Ach ja, Schande über mich. Egal. Wir gehen erstmal zu dieser Markierung. Oh, 2 Fertigkeitspunkte. Ich habe ja schon 6 Fertigkeitspunkte wieder zusammen. Echt, ja? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Wo können wir die denn reinhauen? Wo sollten wir die denn reinhauen? Fernkampfschaden, naja. Hier würden wir wieder Gesundheit bekommen. Hier würden wir auch Gesundheit bekommen. Ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Schwerer Schaden ist aber auch gut. Sprintangriff. Brauchen wir das? Keine Ahnung. Attentatschaden. Achso, dann muss ich erstmal dahin. Also hier auf diesem Pfad mit dem Sternenbild. Was haben wir denn hier? Ein weiteres Sternenbild. Nahkampfschaden auf jeden Fall. Oh ja. Ja, nur leider haben wir keine Ausrüstungsstücke mit den Bären. Das ist wirklich schade. Aber Feuerwiderstand muss ich unbedingt haben. Ein wenig mehr Gesundheit und dann noch... Ja gut, Feuer haben wir uns eben geholt. Wir holen uns nochmal Attentatschaden. So. Dann auf zum nächsten Ziel. Und dann machen wir danach noch einen Raubzug. Hatte ich euch ja versprochen. Wird auf jeden Fall wieder lustig mit der Mannschaft.
Wundert euch bitte nicht, warum die Folgen manchmal eine Stunde oder so lang sind. Ich gucke mich halt auch gerne um. Auch wenn ich nicht immer alles auf Anhieb finde. Aber ich versuche dann halt auch relativ viel Sachen in eine Folge zu machen. Weil was nützen mir 20 Minuten Folgen, wenn ich davon dann 3-4 Folgen machen müsste, um relativ viel in eine oder dann zu schaffen. Ich hab lieber längere Folgen, sagen wir es so. Okay, hier ist auch irgendwo ein Artefakt. Es kann auch wieder nur von einer Statue gehalten werden, genau. Hier ist doch diese Statue. Ach, da unten ist das. Ich verstehe. Ja gut, da brauche ich aber so einen Krug für. Sonst bekomme ich das nicht auf. Ist hier gar so ein Krug? Arbeitsanweisungen. Mhm. Okay. Ja, da ist das Artefakt. Toll fürs Artefakt, aber wenn ich da nicht irgendwie was zum Sprengen habe oder gar Adrenalin voll, dann komme ich da nicht ran. Es sei denn, ich kann das durch Fallschaden aufmachen. Ah, sieh mal einer an. Na bitte. Die habe ich da oben gar nicht gesehen, obwohl ich da oben schon war. Ein weiteres römisches Artefakt hätten wir erhalten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür die gut sind. Ich habe da keine Ahnung. Wofür ist das? Das ist gar nicht mein Pferd. Hinfort mit dir, Pferd. Was du mich täuschen wolltest, das da ist mein Pferd. Wo kam denn das andere Pferd auf einmal her? Wenn wir hier nichts finden in der Gegend, manchmal, ja. Aber Pferde finden wir. So, da oben ist wahrscheinlich noch ein neuer NPC. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wofür die Artefakte gut sind, aber 180 Erfahrungspunkte bringt eins. Vielleicht ist das einfach nur eine kleine Sammlung, die wir uns aneignen können, oder vielleicht haben die einzelnen Artefakte später einfach noch eine gewisse Bedeutung. Ach komm, ich steig hier ab. Ich hier das Pferd noch weiter verwirre und da versuche hochzukommen, kletter ich lieber. Was ist das denn für ein Symbol? Das hatte ich auch noch nicht. Was ist das denn? Wir haben wieder was Neues entdeckt. Was ist das? Selbst. Eivor. Komm. Stell dich hier hin und blicke über die Fjorde. Halte meine Hand. Genau so. So hoch oben war ich noch nie. Dein Vater brachte mich vor langer Zeit hierher, als wir nur 19 Winter zählten. Zusammen bauten wir Steinmännchen. Die hier? Ja. Stell es dir als Prüfung von Geist und Geduld vor. Schichte die Steine hoch und breit in eine Gestalt, die du magst. Wie gewinne ich? Indem du spielst. Und ein ruhiger Geist ist deine Belohnung. Lass die Luft und die Schönheit der Natur dich besänftigen. Okay, wir müssen hier also Steine stapeln. Es geht um 4 Steine, ich verstehe. Hauptsache, die bleiben auch alle übereinander. Halte Kreis zum Überprüfen.
Okay, das hat ausgereicht. Steinmännchen abgeschlossen. Ich hätte gedacht, wir müssen mehr aufstapeln. Das sieht aus wie ein Schuh. Ein Fertigkeitspunkt gibt's dafür. Oh, oh. Ich habe also gedacht, wir müssen das so machen. Aber gut, das sind ja hier... Wie viel sind das? 5 Steine? Hier waren es nur 4, da 3. Da sind es auch 5. Okay. Okay. So, jetzt kommt der versprochene Raubzug. Kernherausforderung abgeschlossen. Irgendwas wieder von Ubisoft. Ich habe keine Ahnung. Wird oft immer eingeblendet. Wir erhalten dadurch natürlich auch diese Uni-Credits oder wie die nochmal heißen. Und dafür kann man sich natürlich auch gewisse Sachen im Ubisoft Store kaufen. Ich habe ja nur über die Jahre gewisse Punkte angesammelt, aufgrund dessen, dass ich auch viele Assassin's Creed-Teile gespielt habe. Und für alle Teile gab es auch Punkte und in jedem Teil konnte man sich für Punkte auch was kaufen. Also wenn man dann einmal damit angefangen hat und sich für verschiedenste Spiele interessiert hat, dieser Serie natürlich, dann konnte man da Punkte sammeln und die konnte man da im Store einlösen. Das ging unter anderem um verschiedene Waffen, die man sich kaufen konnte. Oder Skin für Reittiere oder ein neues Outfit oder was da nicht noch alles mit bei war. Und so war das natürlich auch in diesem Teil. Leute, was macht ihr hier? Schön, schön, geht bitte weiter. Oh, der hat einen gefangen gehalten. Kann ich ihn befreien? Du hast mir einen Gefallen getan. Danke. Ja, bitteschön. Und nun? Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, was immer das auch gerade bedeutet hatte. Wir haben einen Gefangenen befreit, sagen wir es so. Jeden Tag eine gute Tat, auch im Leben als Wikinger. So, auf zum Raubzug. Ja, nur sehr gut, nun schrei mal nicht rum, sonst fangen sie dich gleich nochmal weg und dann bin ich nicht da und werde dich befreien. Meine Güte, die Leute manchmal, was die immer so rumschreien. Okay, hier können wir den Raubzug starten. Mittlerweile weiß ich auch, dass wenn ich meine Leute rufe, kommen die natürlich nur auf dem Seeweg. Das bedeutet, die greifen nicht gleich hier vorne ein, sondern kommen halt vom Flussufer. Ich decke das erstmal alles hier auf. Ja, 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 machen wir mal doch. Wir checken das alles ab. Ja, ist das ein Reichtümer oder? Wo ist denn der Fluss? Okay, da hinten ist er. Also von da hinten müsste dann, oder wird dann meine Mannschaft kommen. Am besten, ich gehe da gleich mal hin, damit ich weiß, wo die Jungs sind. Kloster Sudwell. Da hinten sind die Soldaten. Da oben ist keiner. Der hat wahrscheinlich Mittagspause. Also der gute Mann da oben auf dem Ausguck. Hier drin gibt es diese Rohstoffe. Aber ich kann ja diese Kiste nur öffnen mit den Leuten von meiner Crew. Ja, genau. Oh. Ich habe gerade mal die junge Dame nachgemacht. So, Jungs. Da vorne werdet ihr gleich an Land gehen. Hoffe ich jedenfalls. Oh, oh, oh. Hey! Oh! Ich will mit dir. Du willst mit mir reden? Ich habe keine Lust drauf. Na, noch nicht ganz. Na, oh, das finde ich immer blöd. Das danach kann ich dann immer nicht blocken. Das da. Den Move kann ich nicht blocken.
Hinfort mit dir. Na du? Du bist ein ganz eifriger, wa? Der Tod erwartet mich. Das höre ich immer so oft. Das höre ich 10-mal am Tag. Okay, das höre ich nicht jeden Tag. Oh. Wo hat er gerade diese Axt bitte schon hergeholt? So, Freund der Sonne. Zu langsam. Na, warte mal, ich komme ja mit meinen Jungs wieder. Ich muss die nur hier unten erwarten, wenn die kommen. Warum denn immer so forsch? Die Leute können hier an nichts anderes denken, außer mich umzubringen. Astrein. Bin ich jetzt irgendwie inkognito? Wahrscheinlich nicht, aber ist mir auch egal. Die schießen gerade auf mich, habe ich gesehen. Das habe ich gemeint, da sind sie. Zeigen wir es den Schweinen! Zeigen wir es den Schweinen, ja! Wartet mal, Jungs. Leute, bitte hier... Ja, genau. Bitte nicht wieder ohne Plan hier irgendwie rumrennen. Ja. Wenn, dann gehen wir hier zusammen durch. Sind jetzt eigentlich schon die neuen Wikinger mit am Start, die ich da rausgesucht hatte? Ja, der eine Typ hier, oder? Du gehörst mir! Ja, ist ja gut. Ja, okay, das sind die neuen Leute. Na denn, mal gucken, wie wir uns diesmal schlagen. Der hat schon mal nicht was zu lachen gehabt. Dieser Bogenschütze, immer dieses Rennen und dabei schießen. Oh, was war das? Ach du meine Güte, das wusste ich ja nicht, dass wir so ein Gebäude hier hochjagen können. Leute, wartet mal, wenn er macht das so. Oder so. Bin ich hier mal ein kleiner Brandteufel, wartet mal. Na, geht das hoch? Schießt. Okay. Das können wir alles hier hochjagen sein. Oh, ich brenne, ich brenne. Ich weiß ja mittlerweile, ob ich das auskriege. Tja, das ist hier mal ein richtig krasser Feuerteufel-Raubzug. Duck, warte bitte. Duck, was machst du da? Gut. Ja, ja, ihr habt's gesehen. Er wollte sich nicht bewegen. Der gute alte Duck. Plündern wir erstmal die Truhe. Fette Beute! Fette Beute, na dann ran da. Brauch hier mal Hilfe! Rohmaterial. Ich habe das übrigens auch schon mal erlebt gehabt, dass ich auf einem Raubzug war und die Truhe wurde nicht geöffnet. Ich hing da dran mit jemandem aus meiner Crew und die Truhe wollte einfach nicht sich öffnen lassen. Es ist wirklich passiert. Das sieht man auch in einer Folge. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war. Könnte vielleicht die 5., 6., 7. Folge irgendwie gewesen sein. Und da habe ich gedacht, okay, wie buggy ist das Spiel eigentlich? Also ich habe schon einige Bugs hier jetzt gesehen, unter anderem auch das mit dem, wenn wir bestimmte Leute töten, die dann einen höheren Rang haben als die normalen Soldaten. Unter anderem dieser Yeoman, der ja relativ oft aufgetaucht ist. Den kann ich dann, nachdem ich ihn getötet habe, nicht immer auf Anhieb loopen. Ja, wie gesagt, das sind so einige Kleinigkeiten, die mir schon so aufgefallen sind. So, wo sind jetzt hier die Reichtümer und die anderen Sachen? Da vorne. Leute, ich hoffe, ihr kommt klar. Ach, der eine Typ hat einen Reichtümer. Ist das Yeoman? Ist das Yeoman? Tatsache. Da ist er. Danke, Eivor, dass du mal wieder den Falschen angegriffen hast. Ich weiß nicht, warum sie denn auf einmal zu einem anderen Gegner springt.
nachdem ich den hier eigentlich schon angegriffen hatte. Gut, ich könnte ihn natürlich auch immer so anvisieren, ja, gebe ich zu. Dann würde sie wahrscheinlich die Aktion jedes Mal draufsetzen. Da bin ich auch schon drauf gekommen. Da war ich schneller. So, Leute, Reichtum erworben. Sehr schön, wir stürmen die Kirche. Und ran an die Truhe. Ich brauche Hilfe. Na, ich hoffe, das geht auch auf. Ah, jemand ist da in Nöten. Wem muss ich da helfen? Wer braucht ein Pflaster? Da unten liegt jemand. Oh mein Gott, hier sind aber eine Menge gelbe Leute. Okay, da muss ich mal einschreiten. Haben das meine Jungs gesagt oder die anderen? Okay, der eine Typ hat ein paar Pfeile im Rücken, auch nicht schlecht. Ach Dark, du liegst am Boden. Na bitte, hast ein Pflaster, weiter geht's. So, wo war denn jetzt hier diese eine Truhe noch? Die war hier drinne. Muss ich unbedingt mitnehmen. Und dann plündern wir noch die letzte Truhe. Wo ist die denn? Echt jetzt? Die ist unterirdisch? Oh nein, bitte nicht. Oh Gott. Verdammte Scheiße, wo ist der Zugang? Ich möchte nicht wieder ewig suchen, Leute. Bitte nicht. Okay, alles klar. Hier kommen wir rein. Das muss der Weg zum unterirdischen Zugang sein. Schnell durchrollen. Zack. Okay. Leute, folgt mir. Wir müssen die Truhe finden. Da haben wir sie. Okay. Ich schaff das nicht allein. Nun komm, du machst schon auf das Ding. Alles rein, das war's. War's das mit dem Raubzug? Sind immer drei Truhen? Raubzug abgeschlossen. Kloster Sudwell. Was, hell? Okay, da hinten ist noch ein Reichtümer. Den hole ich mir noch. Und vielleicht dann noch die Nebenquest, die da in der Nähe ist. Mal gucken. Entscheide ich live. Eigentlich wollte ich aufhören nach diesem Raubzug, aber das ist ja gar nicht so weit weg. Das können wir noch machen. Stammespferdchen. Brava, Junge. Oh, verdammt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht verschrecken. Ich bin schon wieder weg. Ich war nie da. Was war das? Oh Gott, ein Wildschwein. Mit denen lege ich mich nicht an. Die sind crazy drauf, die Jungs. Waren das jetzt meine Jungs mit dem Schlachtruf? Ah ja. Der Reichtümer ist in dem Lager. Da stürmen wir nochmal rein. Hier darf mich niemand sehen. Hallo. Bitte was? Zurück. Oh nein, nicht schon wieder die Jungs mit der Steinschleuder. Oh Gott. Oh mein Gott, so ein Riesentyp wieder. Verdammt Angst. Oh, Digga. Warte mal, ich muss ein bisschen Adrenalin aufladen. Ja, ja, weiß ich ja. Warte mal, ich hab da was für dich. Na, verdammt, hat nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Der Dicke darf mich nicht zu greifen kriegen, der schmeißt mich gleich wieder sonst wohin. Ich mach erstmal die normalen Jungs hier fertig. So geht das nicht! Nein, nein, nein. So geht das nicht. So, Digga, jetzt bist du fällig. Was hat der denn gerade zu sich genommen? Irgendwas hat er zu sich genommen, habt ihr das gesehen?
So, Digga. Weiter geht's. Ich piekse dich mal ein bisschen. Wartet mal bitte. Jeder wird hier bedient, ja? Erst machen wir den Dicken fertig. Was hat denn der Dicke? Der hat ja doch den Reichtümer. Ach so. Jetzt haben wir das bekommen, ich verstehe. Soll das schon alles gewesen sein? Ich hoffe nicht. Oh, zwei Truhen. Bitte lass da was Vernünftiges drin sein. Ja, Vorräte ist okay. Nehmen wir doch gerne mit. Proviant ist voll, das ist nicht so toll. Was machst du denn hier? Manche Gegner, ja, sind echt crazy drauf. So, da hinten hätten wir noch einen Reichtümer. Oder was war das? Ich glaube, das war ein Reichtümer. Ja, gut, Vorräte. Und da hinten muss noch ein NPC sein. Oder vielleicht ein Artefakt oder so, ich weiß es nicht. Warten wir es ab. Wir checken es gleich ab. Ah ja, ich glaube, da war eine Hütte. Es kann sich um NPC handeln. Ja, das ist wieder eine Nebenquest. Was soll ich tun? Habe ich den Geschmackssinn verloren? Bin ich verflucht? Ich bekomme das einfach nicht hin. Dumm. Dumm bist du. Ein Dummkopf. Das bist du. Ja, gut. Wir lassen den guten Mann mal mit sich selber reden. Wir machen das dann in der nächsten Folge. Damit fangen wir dann gleich an. Die Folge ist schon wieder über eine Stunde. Hat ja mittlerweile Tradition bei dieser Serie. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Und wenn ihr möchtet, dann schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein. Dann geht's weiter mit Assassin's Creed Valhalla.